Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist 8:26 Uhr, 19. August 2021, Donnerstag. Es ist 8:26 Uhr. Wir sind heute ein bisschen früher dran bei den YouTubern für unser Videotagebuch, denn wir haben hier direkt eine Big Number. 15.807 gehen wir long, 15.792 gehen wir short. Hier ist die erste DAX-Falle. Wir sehen auf der linken Bildrand die Vola-Boxen und wir schauen mal, ob wir heute auch einen Hedge-Auflösungstrade machen. Ja, wie sieht es aus gestern bei den Blue-Boxen auf eine Minute? Es gab gestern Abend 17er Fett, gestern ja, Sitzung gewesen und Märkte haben so ein bisschen gedreht. Schauen wir uns ja gleich auf der großen Wetterfront mal an. Hier sehen wir 17, 15. 18. Ja, und gestern früh hatten wir eine 10,5er Box, die dann irgendwie verschwand. Ich habe dann mit Christoph gesprochen. Das passiert einmal im Jahr. Keine Ahnung, was da los war. Und diese Box hatte es in sich. Da sind wir nämlich, haben wir mit dem DAX ein wenig gespielt. Ja, sind dann aber noch gut rausgekommen. Aber dann gab es am Nachmittag noch eine Big Number gegen Mittag hier, wo ich ja, ein bisschen mehr mitnehmen wollte, aber es war nicht mehr drin. Wir sehen diese Seitwärtsphase, die zog sich da ziemlich lang hin. Ja, und dort haben wir gestern einen Trade dann im Nachmittag vor der Mittagspause geschlossen und deswegen werden wir heute ein bisschen mehr Luft holen. So, wir sind jetzt schon long, short im Markt. Der Markt hat heute Abgabedruck. Also short im Markt, die blaue Linie zeichnet uns unser Gewinnziel an. Wir bleiben jetzt auch live. 8:28 Uhr. Ab dem zweiten Trade gehen wir auf angepasst und da haben wir klare Ziele. Einmal die 50er Marke hier und natürlich die Big Number als Gap-Lücke, also als Kurslücke, falls der Markt sich hier anfängt aufzuschaukeln. Ab dem zweiten Trade versuchen wir diese Strecken zu tätigen und alles andere wäre dann nachher auch hier die Zielmarke dorthin, die 50er unten herum, also 15.754. Blicken wir auf die großen Zeitebenen und huschen da jetzt schnell mal rüber, aber der eine oder andere will sicherlich wissen, wo kommt die Vola-Box heute rein? Die Vola-Box heute 15.855, 15.855. Also da, wo wir eventuell aussteigen mit dem Big Number Trade. Ja, aber dazu nachher mehr. Wir sind jetzt erstmal short, multipliziert mal Faktor 3, das heißt die dreifache Menge an Gepäck jetzt bei 15.807. Gestern Abend gab es ja Coaching diesbezüglich der neuen Strategie. So, und jetzt gehen wir in the DAX rein. Neues Chartfenster. Ganz frisch und Vorlage Zickzack-Linie. So, daily sind wir immer noch long. Zumindest bei diesem Setup. Gehen wir mal auf die Heiken-Asche-Strategie. Tagesstrategie Pro. Da kommt ein Short-Setup rein. Noch nicht jetzt, also eventuell heute Abend. Zickzack-Linie wieder. So, 4 Stunden sollten wir dann schon in Richtung Short Setup sein. Wir sehen es aber, hier sind wir immer noch long. Und wir schauen mal hier auf eine andere Vorlage, die Kijun Sentry Line Pro Vorlage. Und da sehen wir auch, der gleitende Durchschnitt liegt noch hier. Also 4 Stunden auch noch nicht. Da brauchen wir noch ein bisschen Luft. Und dann gehen wir runter. Stunde ist short, 30, 15, alles ab 30 Minuten. Also ab Stunden ist der Markt short. Der Markt also dreht von unten herab. Gold als nächster Markt. Daily short. 4 Stunden long, Stunde short, 30 short, 15 short und 5 Minuten auch short. Also Gold ähnlich. Öl. Auf Daily-Basis sind wir short. 4 Stunden sind wir short.
Und wir haben ja die Tage immer wieder diese Unterstützung hier angezeichnet. Die ist jetzt gebrochen. Und nächste Zone ist hier im Öl. Und dann gehen wir in Richtung das 38er Retracement. Was meine ich damit? Zeige ich euch Tagesstrategie Pro. Da kann man das immer am besten sehen. So, im Öl auf Daily Basis. Das ist mal ein bisschen kleiner von Sonne zu Sonne. Das letzte Tief hier. So, das letzte Tief mit dem oberen Bereich. Und dann sehen wir 38er, 50 und 61. 38 ist da, wo meine Position auch dann wieder in the money kommen. Also hier unten 38er Retracement liegt so bei 60 und dann erst unter 61er Retracement, das wäre bei 50 US-Dollar, würden wir dann eventuell einen Trendwechsel bekommen, wo wir dann Richtung dann wieder 43, 33 hinlaufen. Ja, aber bis dahin, ja, ist noch lange hin. Also 4 Stunden sind wir durch im Öl. Vorlage Zickzack-Linie. Technologiebörse, Daily Basis, haben wir oben den Deckel. Auf diesem Setup haben wir noch kein Short Setup. Hier sind wir Short im 4-Stunden-Bereich. Wenn wir aber uns die Tagesstrategien anschauen, dann gab es gestern Abend hier ein Short Setup. Alle Clubmitglieder, die den Trade machen, sind jetzt short. So, ich muss aber trotzdem umschalten, denn ich sehe in meinem Konto, wir sind im zweiten Trade. Und das bedeutet, wir gehen auf angepasst und versuchen hier oben ein wenig mehr mitzunehmen. Gestrichelte Linie zeichnet uns unser Gewinnziel an. Und wir müssen also signifikant über die 20er Marke rüberkommen. Also ich habe hier auf angepasst gedrückt und das nur als Hinweis. Technologiebörse auf der Tagesbasis gab es gestern ein Short-Signal und der Trade ist in den Gewinn gelaufen. Wer ihn also gestern getradet hat, ich komme heute nicht rein. Ja, aber hier hat man dann 0,1% verdient und Zickzack-Linie auf 4 Stunden ist das Ding short. Stunde Short 30, 15. Also da ist, zeigt alles nach Süden und der DAX kann sich da nicht länger auch gegenhalten. Ich glaube, es ist nur eine Frage jetzt der Zeit von Stunden, dass der DAX auch nach unten wegdreht. Wir sehen hier S&P 500. Auch hier Tagesstrategie Pro gab es gestern Abend ein Short Setup. Auch dieser Trade ist in den Gewinn gelaufen. Ein sehr schöner Startschuss hier. Sonne und hier und der Trade ist in TP gelaufen und auch hier Zickzack-Linie ist auf Daily noch der Markt long, aber ab 4 Stunden geht alles Richtung Süden, beziehungsweise zeigt es Richtung Süden Dow Jones. Daily Basis sehen wir auch hier leicht noch im Long auf unserer Tagesstrategie Pro. Auch hier ist der Trade in den Gewinn gelaufen. Wer also gestern Abend dann die Strategie umgesetzt hat. Es gibt ja sehr, sehr viele Clubmitglieder, haben hier den Trade in den Gewinn gebracht. 4 Stunden sowieso sind wir durch. Zickzack-Linie. Ja, und das Ganze sieht dann auch so aus, wenn ihr, weil wir das heute Morgen gar nicht besprochen haben, in unserem Radar. Dann gehe ich kurz mal rein. Dort, da sehen wir die Märkte gestern. Also Dow Jones Short, S&P 500 Short und Technologiebörse Short. Alle drei Trades sind schon in den Gewinn gelaufen. Es bahnt sich an Stocks, also der Euro Stocks heute Abend und der FTSE, beides Shorts-Kandidaten und auf Wochenbasis, da warten wir schon alle drauf, einmal British Pfund Yen und The Öl. Also Öl
gibt es auch ein Short Setup auf Wochenbasis. Gut, wir gehen zurück zu Bitcoin. Das ist nämlich der nächste Markt. Bitcoin liegt bei 44. Auf Daily Basis sind wir Long. 4 Stunden sind wir Short. Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch wieder Short. Ethereum kämpft mit der 3000er Marke auf Daily Basis Long. Auf 4 Stunden sind wir Short. Stunde Short, 30, 15. Alles Short hier in dem Bereich. So, das die Wettervorhersagen. Was wir daraus machen, werden wir gleich sehen. So, beim Volabox Trade werde ich heute das Risiko etwas höher legen. Das heißt bei 0,10. Wir haben ja gestern einen Verlust gemacht in dem Mittagstrade. Den habe ich jetzt hingenommen. Ich habe nicht gehedged, weil ich einfach morgen ja auch nicht trade, weil wir morgen den großen Umzug hier planen. Und dann wären die Swaps einfach zu viel und da habe ich auch keine Lust, da zusätzlich den Freitag, also gestern auf heute und Freitag und dann das Wochenende zu zahlen. Deswegen habe ich den Verlust hingenommen. Wir sind auf Wochenbasis immer noch vorne für die Woche, aber das gehört auch dazu. Ja, und deswegen versuchen wir hier jetzt mit einem größeren Risiko in Teil Abschnitten jetzt erstmal das Geld wieder reinzuholen, was wir gestern liegen gelassen haben. Und das bedeutet, bei einer 15er Box hier hätte ich bei 0,11 noch genügend auch Luft bis zum 7.8. Trade bei einer Volabox im ersten. Und das werde ich jetzt dementsprechend dann gleich versuchen, wenn die Volabox bei 55 reinkommen sollte. Das ist der Fahrplan. So, wir sehen der dritte Trade hier. Eröffnungstrade für unser Videotagebuch läuft in unsere Richtung. Es sind noch knapp 4 Minuten bis zum Start. '82 gehandelt. So, 8.47 Uhr und wir haben jetzt den nächsten Trade auf 3 auf angepasst. Und den ziehen wir auch hier runter. Auf angepasst, Short. Und die grünen Linien, das sind meine Zielmarken für heute, wo der Kurs hinlaufen kann, dürfte.